Angefangen hat bei ISOHEMP alles im Jahr 2012. Hier haben sich die beiden Geschäftsführer und auch Gründer von ISOHEMP, Jean-Baptiste und Olivier, zum ersten Mal während eines wissenschaftlichen Projektes getroffen. Relativ schnell fand man heraus, dass man ähnliche Ideen hat und gemeinsam eine Vision entwickelte, dessen Plan war letzten Endes, ein Bauprodukt herzustellen, ein Massenbauprodukt herzustellen auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit einem CO2-neutralen Fußabdruck, mit einer sehr guten Ökologie bei der Herstellung, bei der Produktion, aber zugleich auch einfach im Handling und vor allen Dingen zugänglich für jedermann als ein Artikel, den man offiziell im Baustoffhandel erwerben kann. Bei diesen Recherchen stießen die beiden dann relativ schnell auf Hanf. Hanf finden wir hier in unserer Box. Das ist der Kern unseres Produktes und bildet dann letzten Endes auch das Herz von unserem Hanfstein. Durch diese schönen Eigenschaften war dann natürlich auch die Idee da, diese Produkte letzten Endes auch für die Anwendungsbereiche Neubau und auch für die Modernisierung und Renovierung zu platzieren. Und gerade da in dem Bereich, wo wir die Fassaden nicht verändern dürfen oder wollen, im Baudenkmalschutz oder anderen Industriegebäuden, findet der Hanfstein absolut seinen Einsatzbereich.